Neurone sind Nervenzellen, die Signale über lange Fortsätze weiterleiten können. Am Ende dieser sogenannten Dendriten im synaptischen Endknöpfchen befinden sich kleine Bläschen, Vesikel, die bei jedem ankommenden Impuls über Trägerstoffe, auch Neurotransmitter genannt, freisetzen. Diese Substanzen überqueren den synaptischen Spalt und docken an der gegenüberliegenden sogenannten postsynaptischen Membran an Rezeptoren an, in die sie wie ein Schlüssel ins Schloss passen. Durch diesen Kontakt wird die Erregung auf die nächste Zelle übertragen und die Information weitergeleitet.